kommt der Schuss, Rebound zur Tor. Da sind sie wieder, diese Powerplay-Spezialisten aus dem Tessin. 1-0 Lugano, Mark Arco Bello. Achtes Powerplay-Tor für Lugano. Das vierte von Arco Bello in dieser Saison. Sein erstes in Überzahl und da sind sie einfach so unfassbar gut. Waren schnell in der Aufstellung, kommen auch zu Abschlüssen, lassen die Scheibe laufen, erst Hetz. Viel Verkehr vor Berra. Und dann ist es natürlich perfekt. Und sehr zupackend. Auch hier der Zweikampf gewonnen und dann vielleicht sogar die Kontermöglichkeit. Die Möglichkeit und Tor! In Unterzahl, Julian Walker, das macht er ja überragend. Ganz cool geblieben. Die Special Teams sind der Unterschied. Lugano im Powerplay, Lugano in Unterzahl. Wunderbar. Vorgetragen von Matteo Nodari und der Abschluss ist allererste Sahne von Julian Walker, Saisontor Nummer 1, zack, nochmal rübergelegt und dann schnippt er ihn Top Shelf über die Fangen von Reto Berra. Chapeau Walker, das ist eine ganz feine Hütte und ungefähr 50% gehen aufs Konto von Nodari. Und nächste Möglichkeit, 3-0. Tim Traber mit dem eiskalten Finish. Oh, das war ein dicker Fehler bei Gotteron. Eieieiei, jetzt bekommen sie es aber knüppeldick. 3-0. Tim Traber mit Saisontor Nummer 1. Und da müssen wir nochmal drauf schauen. Romanenghi, super die Vorarbeit, weil er sich da reinkämpft. Das darf aber so nicht passieren. Viel zu passiv. Und Traber dann eiskalt vor Berra. Stockhandseite halb hoch. Keine Chance dann für Berra, weil es auch zu nah ist. Aber Romanenghi darf da niemals so frei den Pass spielen dürfen. Und nächste Möglichkeit, 3-0. Tim Traber mit dem eiskalten Finish. Oh, das war ein dicker Fehler bei Gotteron. Eieieiei, jetzt bekommen sie es aber knüppeldick. 3-0. Tim Traber mit Saisontor Nummer 1. Und da müssen wir nochmal drauf schauen. Romanenghi, super die Vorarbeit, weil er sich da reinkämpft. Das darf aber so nicht passieren. Viel zu passiv. Und Traber dann eiskalt vor Berra. Stockhandseite halb hoch, keine Chance dann für Berra, weil es auch zu nah ist. Aber Romanenghi darf da niemals so frei den Pass spielen dürfen. Der Pass mit der Rückhand von Guillamotte für Stolberg. Kommen gleich nochmal. Guillamotte! Und das war ganz wichtig! Verzögerter Jubel bei Motte. Vorher haben sie es schon klasse gespielt. Und das war jetzt immens wichtig. Das Ding hier ist eben noch nicht durch. Der Anschluss. Naja, nicht der Anschluss, der Ehrentreffer. Anschluss noch nichts. Guillamotte ansatzlos durch die Beine von Chiesa. Keine Chance, überhaupt keine Chance für Schlegel. Saisontor Nummer 5 für Guillamotte. Und das war Präzisionsarbeit made in Fribourg. Suri dann mit dem Vorcheck gegen Ebischer. Aber gut gelöst. Fribourg kommt schon wieder. Mit Chabaillat. Und da ist er. Der Anschluss. Jetzt ist es wirklich der Anschluss. Chabaillat bringt die Scheibe vors Tor. Und dann behaupte ich einfach mal, dass Rossi noch dran war. Und es jetzt ganz genau gesehen zu haben. Chabaillat und Rossi mit dem 2-3 mit vereinten Kräften. Vier Spiele war er ohne Tor, Rossi. Und jetzt bringt er hier seine Mannschaft zurück. Was ist denn mit diesem Benjamin Chabaillat los? Das ist die 6. Torbeteiligung für ihn in dieser Saison. Ja, ja, okay, da sehen wir es gut. Rossi hat er tatsächlich nochmal bedeutend seinen Anteil. 2-3 nur noch. Fribourg ist aber sowas von wieder zurück in dieser Partie. Und da
dann nur ein paar Sekunden später Lugano wieder mit der 2-Tore-Führung. Ja, was ist jetzt denn los? Luca Fazzini. Auch da schauen wir drauf. Vom Pulli weg. Fazzini verzögert und dann ist abgefälscht. Von Fazzini. Ja, bitte für Berra. Fazzini zieht hier jetzt die Scheibe Richtung Tor und Bertaccia flitscht. Und da ist es! Es ist Cristi Domenico! 9:16 vor dem Ende und jetzt sind sie wieder da, die Stehaufmännchen von Fribourg-Gotteron. Dido mit dem 3:4. Und jetzt hat es auch im Powerplay funktioniert. Gunderson zieht es auf von der blauen Linie und Domenico ansatzlos. Herr Schlegel weiß schon, verdammte Axt, der schlägt über mir ein. Top Shelf. Ja, ne, gut durchgesetzt, guter Pass. Kein guter Schuss, aber der Ausgleich. 4:4. Fribourg kommt zurück. Der erste Versuch war noch nicht gut. Der zweite umso besser. Nochmal ganz in Ruhe. Derne macht das klasse. Dann ist es nicht optimal von Aplanal. Wird aber irgendwie zur Vorarbeit. Und dann staubt da wer ab. Jetzt schauen wir nochmal ganz in Ruhe drauf. Ich glaube nicht, dass es Stolberg war. Hier, Stolberg. Ja genau, es ist Viktor Stolberg. Saisontor Nummer 4. Und wenn er ein Tor schießt in dieser Saison, dann gewinnt Fribourg auch das Spiel. Also, anschnallen für die Schlussphase. Hier kommt er rein, Stolberg wischt den Puck über die Linie, 4:4. Und sind wir ganz ehrlich, das hat sich angedeutet und ist nicht mal mehr so unverdient. Und die Riesenmöglichkeit und gleich das Tor! 31 Sekunden, Tim Hitz! Mit dem neuen Vertrag in der Tasche, mit dem Selbstvertrauen und mit dem Knaller. Der Zusatzpunkt geht an Lugano und das ging aber mal schnell. Peter Suri nimmt es auch lachend zur Kenntnis. Tim Hitz, der Verteidiger. Zweites Tor für ihn und Berra geschlagen. Aus dem eigenen Drittel raus. Böcker für Tim Heath. Der hat Platz, der hat Platz. Das ist nicht gut verteidigt und dann ansatzlos. Der holt so weit aus, da ist Schnee auf der Kelle. Und sagt rein aus seiner Sicht links in die Ecke. Reto Berra dann chancenlos. 5:4 nach Verlängerung für den HC Lugano. Sie bleiben in der Overtime.